in unserem Dorf wohnen. Martins meist betrunkener Vater Palm. Palm ist eigentlich immer wütend, weil er Angst davor hat, traurig zu sein. Aber wenn man genau hinschaut, kann man die Traurigkeit in seinen Augen sehen. Siehst du auch in meinen Augen eine Traurigkeit? Am Eingang des Ortes versteckt sich die traurige Marlies. Marlies ist aber nicht traurig, sondern einfach nur schlecht gelaunt. Ob du in meinen Augen auch verzweifelte Traurigkeit siehst? Martin und ich können das aber besser erkennen als die anderen im Dorf. Ich sehe nur eine begehende Lidrandentzündung. Lass mich doch in Ruhe. Als nächstes kommt man an Elsbeths Haus der Einkehr vorbei. Gegen Lidrandentzündung hilft es, eine Hahnenzunge auf einen Silberlöffel unter das Kopfkissen zu legen. Elsbeth versteckt das Tagebuch ihres verstorbenen Mannes und beherbergt regelmäßig eine Gruppe Buddhisten. Das eine hat aber nichts mit dem anderen zu tun. Ein paar Häuser weiter ist die Praxis von meinem Vater Peter. Mein Vater versteckt, dass er weiß, dass meine Mutter versteckt, dass sie ihn nicht liebt. Meiner Mutter Astrid gehört der kleine Blumenladen. Obwohl sie eigentlich schon seit immer versucht zu verstecken, dass sie meinen Vater nicht liebt, haben es alle längst bemerkt. Auch, dass sie viel lieber mit Alberto, dem Eiscafé-Besitzer, zusammen wäre. Alberto versucht zu verstecken, dass er kein Italiener, sondern eigentlich Grieche ist. Ciao tutti. Wie entscheidet ihr euch? Große, heimliche Liebe oder brennendes Verlangen? Alberto heißt eigentlich Panayotis. Einmal brennendes Verlangen. Das andere. Danke. Danke. Gegenüber von Alberto ist der Optiker, der schon immer da war. So lange schon, dass wir alle längst vergessen hatten, dass der Optiker eigentlich nicht mein richtiger Großvater war. Der Optiker versteckt eine heimliche Liebe. Das nennst du ein Lächeln? Und verrückte Stimmen in seinem Kopf. Gib dir mal ein bisschen Mühe. Übertreib's nicht. Ich kenne hier niemanden, der nichts versteckt. Außer man folgt der Straße bis dahin, wo sie endet. Vorbei am Buchladen, runter zum kleinen Bahnhof und über die Uhlhecke. Durch eine Symphonie aus Grün, Blau und Gold. Und am Ende dieser Straße steht das Haus von Selma. Selma, die die Welt erfunden hat. Die ganze Welt.